Recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Europa Universalis 4 und zwar starten wir mit Köln. Ja, fangen wir an. Gehen wir hier oben mal hin, gucken, was wir machen können hier. Erstmal brauchen wir eine Mission und zwar Gründe eine Allianz mit Trier. Festigt unsere päpstliche Beziehung, verbessert unser Prestige. Da würde ich mal sagen, machen wir das Letztere. Gucken dann gleich rein, wie wir mit denen verbleiben können. Das sieht schon mal super aus. Wahrscheinlich können wir gleich ein Bündnis mit eingehen. Das auch. Wunderbar. Dann ist nämlich die Mission schon gleich erfüllt. Dann haben wir ja Rivalen, die wir noch machen müssen. Gehen wir da mal rein. Wer sind denn unsere Rivalen? Also, ach so, unsere Ziele, was wir machen wollen. Warte mal, da gehen wir nochmal hier rein. Ich würde ganz gerne hier diesen Punkt baut Westfalen auf. Erledigen, wenn es dann irgendwie noch gehen sollte und es noch gibt, die deutsche Nation. Diese kleinen Völkerstaaten hier ein- und vergrößern. Das ist unser Ziel. Das ist ja meistens bei so Spielen. Ne? Gut, gehen wir dann wieder in die Rivalen nochmal rein. Dann wollen wir uns mal drei Rivalen raussuchen. Welcher ist denn hier der höchste? Frankfurt wäre es, aber das ist jetzt nicht so. Ich denke mal, wir wollen ja hier erstmal unser Land ein, dadurch, dass wir Berg weg haben. Das ist allerdings noch positiv. Braunschweig ist da hinten. Den machen wir zum Rivalen. Der zweite Rivale ist Aachen. Die sind direkt neben uns. Das ist auch immer ein guter Rivale. Den machen wir auch noch. Und dann haben wir als drittes noch Lüttich oder Münster. Ja, Münster. Hessen ist positiv. Münster. Ja, wir müssen für Westfalen ja diese Provinzen hier haben. Kassel noch dazu, Hannover noch dazu. Hessen wäre jetzt noch damit positiv. Sollen wir die zum Rivalen machen dann? Und was für Altmark? Hier hinten ist noch ein Land. Wird ja, zurzeit. Ne, Altmark ist hier, das war. Ah, Altmark und Altmark. Sehr schön, Brandenburg und Magdeburg. Vielleicht müssen wir beide haben, das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir dann mal gucken, das wäre noch für Westfalen maßgebend. Muss man dir in die Aufgabe reingucken. Kassel, Lüttich und Münster. Allerdings ist Münster direkt neben uns. Ich sehe Münster eher als unseren Rivalen gerade mal an. Gut. Dann haben wir hier oben noch den General, den wir noch kostenlos rekrutieren können. Das machen wir doch mal. Naja, der ist nicht so dolle. Fernkampf hat er was. Da müssten wir dann Bogenschützen haben, die wir gar nicht haben. Oder Kanonen. Ja, gut. Der wird aber irgendwann auch ausgetauscht werden. Ist ja kein Ding. Gut, dann gehen wir hier mal durch. Hier können wir noch einen Schwerpunkt setzen. Ich würde ganz gerne den ersten definitiv darauf setzen. Einfach aus dem Grund, weil wir dann diese Ideen da besser weiterkommen mit. Gut, dann haben wir hier, das hatten wir schon eben durch die Rivalen. Sieht man noch so ein bisschen andere Werte, die wir jetzt nicht so haben. 86 ist die Bilanz. Irgendwie, keine Ahnung, in was das ist. Die Bilanzen minus den Ausgaben in Goldstücken, 0,80 Goldstücke. Ja, das sind die Ausgaben und so, ne? Ist klar. Handel betreiben wir hier, beziehungsweise leiten den um. Ja, 02, 02, ist klar, hier schöpfen wir ihn ab. sollte eigentlich auch gut sein, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wir können aber mal gerade reingucken. In Rheinland schöpfen wir ab. Ist das hier... Warte mal. Das ist Ärmelkanal. Warum? Da steht sofort Ärmelkanal. Und da steht gar nicht, was es ist. Ne? Es ist kein Haupt... Ach, da ist Rheinland. Okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass das nicht der Rheinland ist. Weil es ist so bei Frankfurt, ne? So, wir leiten von wo um? Von Sachsen leiten wir um nach da, das ist gut. Und der andere war Wien. Der ist dann da. Okay, lass das umleiten, das ist ja alles gut. Die fließen auf jeden Fall hier rein, ne? Oder sehe ich das falsch? Ne, es sieht so aus, als ob das da so reinfließt. Das ist gut. Passt. Hier, okay, Tempel ist das nächste. Wir müssen aber dann gucken, dass die Ideen nachher da noch beikommen, die wir hier haben. Das ist... Wir haben Stufe 3, bei 5 geht was los. Hier, ja, Westfalen hatten wir, wollen wir als nächstes machen. Deutsche Nation, gucken, ob das dann noch geht. Hier können wir Rosenix angucken. Kirche, naja, könnte man sich angucken. Ne? Vatikan, können wir die Kurie kontrollieren. Ist, mal schauen, was wir da machen. Soldaten, 6 von 8 haben wir. Wir haben den
General geholt, alles gut soweit. Ja, das war's schon eigentlich für den ersten Schritt. Jetzt machen wir wieder unsere politische Karte. So, unser Ziel ist ja, wie gesagt, Berg zu erobern. Und da würde ich jetzt fast sagen, machen wir da erstmal die Geheimdienstaktion, fingieren einen Anspruch auf Berg. Das sollten wir als erstes tun. Und die weitere Aufgabe war ja, Bündnis haben mit Köln. Trier haben wir schon gemacht. Müssen wir jetzt nur zeitig laufen lassen. Ja, zeitig. Ich mache mal hier auf Vollgas. Werde das Spiel an entscheidenden Positionen pausieren. Werde Teile rausschneiden, damit es für euch nicht so langweilig ist, weil manchmal zieht sich's dann doch. Und ja, die wichtigen Sachen nehmen wir dann auf. Gut, das ist jetzt unser Ziel. Wir haben noch einen zweiten Diplomaten, der ist aber gerade irgendwo unterwegs. Ach, Bündnis anbieten. Da kommt schon die erste Meldung rein. Ich bin wieder in der Pause, damit du Bescheid wisst. Ein neuer... Achso, wir brauchen einen Thronfolger. Ne? Da bin ich immer hier mit dem Prestige zugange, dass ich das durch solche Sachen auch hochhalte. Braunschweig braucht sich die Meinung nicht ändern, was sie einen ausländischen Thronfolger haben. Das ist Geld, das will ich nicht. Hingabe ist, haben wir 100%, da können wir sowieso nichts dran ändern. Also nicht mehr, 100 ist Maximum. Erhalte 10 Hingabe, verliere 5. Hier kriegen wir Papsteinfluss. Ich nehme gerne das erste. Und da haben wir das Militärbündnis mit Trier. Das ist nämlich unsere Aufgabe gewesen. Haben wir einen diplomatischen Geschick gekriegt. Nachfolge ist gesichert. Wir können sofort hier weiter starten. Der Papst war da. Prestige. Prestige soll man ja 50 haben. Das ist weit weg. Da brauchen wir noch nicht annehmen. Meinung von Gelder über Köln. Dann heißt das, wir schicken hier den nächsten Kollegen hin, der da diplomatische Beziehungen aufbaut. Beziehungsaktionen, Beziehungen verbessern, senden. Da sind wir bei plus 29. Da geht noch was. Das muss ja 100 werden. So, damit sind wir beschäftigt mit zwei Sachen. Dann würde ich sagen, solange nicht das... Ach, obwohl, da kommen wahrscheinlich, wir sind ja noch am Spielanfang, noch Bündnisanfragen wahrscheinlich rein. Lassen wir mal kurz laufen. Ich glaube, die kriegen wir wahrscheinlich noch mit. Das ist immer am Anfang so. Nur heute nicht. Stopp, was ist das? Königreich Italien und das Kaiserreich. Ja, die zerfallen irgendwie. Ist klar, da müssen wir da gucken, dass das der Kaiser regelt. Gut, weiter geht's. Ja, normalerweise kriegt man Bündnisanfragen, aber diesmal wohl nicht. Gut, dann würde ich sagen, bis später. Ja, kaum habe ich es ausgesprochen, da ist Magdeburg schon da und möchte ein Bündnis haben. Da habe ich jetzt nichts weggeändert. Magdeburg sitzt hier hinten, ist die Altmark, das wäre ein Teil von Westfalen. Bündnis anbieten, momentan sind die weit weg. Würden aber uns gegen Braunschweig, wo wir ja Hannover von brauchen für Westfalen, gegen den Rücken der Braunschweiger kommen. Vielleicht ist das ja ganz praktisch. Gut. So, jetzt haben wir den Anspruch auf Berg durchgekriegt. Das heißt, der Diplomat ist wieder frei. Den schicken wir dann mal nach Kleve und da soll er das gleiche in Grün machen. Ne? Da machen wir auch einen Anspruch auf Kleve. Wenn, dann wollen wir die doch vielleicht ganz ausradieren. Gut. So, da haben wir Unzufriedenheit in der Kirche, verliehen 10 Papsteinfluss, erhalten 10 Prestige oder aber erhalten 10 Papsteinfluss und verlieren 15 Prestige. Das ist mir zu viel Prestigeverlust, deswegen nehme ich den. Ja? Die Forderung ignorieren wir. Ist zwar jetzt mit dem Papst nicht so schön, weil wir da auch eine Mission haben, aber die müssen wir ja noch nicht annehmen und da können wir das sowieso immer noch verbessern. Eisenimporte sind hier gefragt. Ja, das ist jetzt hier, erhalte 60 militärische Macht. Brabant ist Meinung, würde sie über Köln verbessern. Das andere, erhalte 2 Merkantilismus.
Ja, das ist schwierig, ne? Merkantilismus können wir irgendwo auch angucken. Wo war das noch? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Müssen wir mal durchblättern. Hier war das. Den haben wir bei 10. Wenn wir das machen würden, hätten wir 2er mehr. 12%, also. Das andere wäre, die Meinung vom Brabant würde sich für uns ändern. Brabant liegt hier, ne, westlich von uns. Will ich nicht die Meinung. Ich nehme den Merkantilismus. Gut, das ist dann soweit. Kurz laufen lassen, weil dann ist das nächste erfüllt. Erhalte 5 Prestige und 25 diplomatische Macht. Die nehmen wir gerne. Und da haben wir ein Bündnisangebot von Kleve. Nee, das werden wir wohl nicht. Das ist kontraproduktiv, weil wir jetzt auch hier, ne, den Anspruch drauf fingiert haben, ne? Ach nee, da bin ich jetzt falsch. Da sind wir und Schutz vor Münster ist hier noch eine Sache. Wir brauchen gleich große Armee oder mehr. Die haben 7, das heißt, das ist unser Ziel. Papst sind wir sowieso gerade wieder einen Schritt weiter weg und das letzte wollen wir nicht, weil mit denen wollen wir ganz andere Dinge machen. Das wird die noch erfreuen. Gut. Also, kurz. Gelder ist jetzt durch. Das heißt, wir können da den Diplomaten auch abbeziehen. Abbeziehen, abziehen. Das weg. Das stoppen. Das ist gut so. Und wir haben noch einen freien Diplomaten. Dann können wir hier mal gerade reingucken, wie der Krieg dann aussehen würde. Ah, da oben. Die haben nur Hessen hinter sich, wir haben Trier und Magdeburg hinter uns. Das bedeutet, wir können da definitiv den Krieg schon mal erklären. Und schicken die, glaube ich, direkt da rein, oder? Und erstmal die Soldaten wegmachen. So, jetzt in dieser Sache mache ich hier aber mal gerade ein bisschen Tempo weniger, dann kriegt man mehr mit davon, weil das ist ja dann doch vielleicht an. Interessant anzugucken. Wir haben hier gar keine Dinge ausgewählt. Das haben wir ja noch zum Glück gesehen. Gut, dann geht's los. Gut. Mal schauen. 4 gegen 2. Und dann haben wir die Schlacht von Kleve schon gewonnen. Die hauen wir 2 ab. Wir setzen uns da mal durch. Was ist das? Unterstützung verdient. Unterstützung florentinische Schule. Wir verlieren administrative und diplomatische Macht. Ein bisschen Geld. 78 haben wir, 17 Millionen verlieren. Da gehen wir mit klar. Jährliches Prestige steigt an und da verlieren wir Prestige. Das heißt, wir machen das. Gut, weiter kämpfen. Beziehungsweise Land besetzen. Die Magdeburger, die laufen jetzt nach Hessen und haben die 2 Klevereinheiten noch kaputt gemacht. Die Trierer gehen da auch hin. Und Berg ist sogar schon besetzt. Ja. Da haben wir natürlich keinen Anspruch fingiert bei Hessen und bei Kassel. Aber das ist jetzt auch nicht unser Hauptziel, ne? Aber das unterstützt gleich die ganze Geschichte, dass wir hier Berg bekommen. So, da kommt sogar noch eine Einheit nach. Ach so, wir haben ja auch noch ein Ziel. Das können wir auch noch gerade machen, indem wir hier noch eine Einheit nachholen, die Mission, ne? Für Münster hier. Wahrscheinlich haben wir sie gleich schon erfüllt, weil die Münsteraner Truppen sowieso kaputt sind, ne? Ich weiß gar nicht, wo sie stehen. Gelder, ne? So, da kommen natürlich 3 Hessen und wir brauchen Unterstützung, die da kommt aus Magdeburg und ist schon da. Wunderbar. Die Hessen kommen nicht. So, was haben wir da für ein Angebot aus Bayern? Militärzugang. Ja, das akzeptieren wir. Die wollen bestimmt noch Münster und sollen da denen den Schädel einhauen. Ein Militärbündnis mit Hessen. Die Nürnberger. Auch interessant, ne? Okay. Die müssen wir jetzt rüberziehen. Können wir jetzt einen. Und dann müssen wir schauen, dass wir Kleve einnehmen. Allerdings, ja, da sind wir schon wieder mit 3 Truppen. Da muss man, glaube ich, auch genug Truppen haben, um das überhaupt machen zu können, ne? Ja, wo sind
Dann bitte schön die Magdeburger hin und die Dreherer. Braunschweig ist da noch. Ah, da kommen die, haben schon 8 gehabt. Okay, jetzt könnte sich dadurch, dass die Truppen verlieren, aber wir haben nicht genug, ne? Das ist unser Problem, alles klar. Okay. Wir können noch eine Truppe und die mache ich dann auch noch. Weil das ist gerade wieder nur 2, ne? Magdeburg holt noch einen nach. Mal gucken, wo die hinlaufen. Wahrscheinlich hier hin. Naja, die kommen da hin, oder? Ah! Trier und Magdeburg sind schon anwesend. Sieht man leider nur nicht, ne? Nee. Ist noch nicht fertig. Die sind noch hier unten, die Truppen. Das Pferdchen, was da kommen wird. Ja. Also die Frage, Kleve einnehmen oder nicht gleich. 15% hätten wir schon. Jetzt kommt gleich hier unser nächste Einheit. Hessen kommt mit einer Truppe da zurück. Warte mal, was ist das? Ah, die Münsteraner haben ihre Truppen wahrscheinlich verloren. Und wir haben Reihe. Das heißt, wir haben die Mission erfüllt. Da gehen wir gleich da rein. Papstbeziehung verändern. Gut, dann würde ich sagen, das ist ja hier Vatikan. Können wir gleich hingehen. Und Beziehungen verbessern. Los geht's. 29, wir brauchen da glaube ich 100, ne? Oder was war das? So. Die Einheit rüberschieben. Und dann einen. Ich lasse das Spiel wieder laufen. Eine, die. Gut, Mission auch erfolgreich. Die Hessen sind hier mit einer Truppe. Sollen wir gleich gucken, dass wir Kleve hier mal besiegen. Sieht aber gerade mit 14.000 Mann gegen 700 gut aus, dass es sofort klappen könnte. Ja, da ist es auch schon passiert. Pause rein. Wir kontrollieren die ganze Geschichte. Wir haben 63% Stand. Ich würde aber trotz alledem gerade noch schauen, dass wir die Hessen dann nochmal schlagen, damit die auch wissen, wer wir sind. Da wird natürlich schon von der Hand da gearbeitet. Dann haben wir auch ein besseres... Sag schon, eine bessere Verhandlungsbasis haben wir dann, ne? Ja, ich glaube, die Nürnberger waren in den Krieg eingetreten, haben Militärbündnis gemacht, aber sind, glaube ich, nicht in den Krieg eingetreten, ne? Naja, mit Hessen und Kleve sind wir nur im Krieg. Kriegsgrund, okay. Die Österreicher waren das, ne? Hier stehen 16 Bayern, oder was ist das? Ne, das sind nicht nur Bayern. Aber 10 Bayern sind es trotzdem schon gewesen, ne? So, und hier sind reichlich Truppen drunter. Sieht man nur nicht. 7, 8, 9, 10.000, 16, 17, 18.000 Truppen sind das insgesamt. Kann man hier aber nicht sehen, da unten fehlt, sehe ich gerade. Also irgendwas passt da nicht. Köln, Trier, Magdeburg. Na, aber wird schon passen. Dann müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Geschenk an den Start. Kurze Pause. Erhalten 9,17 oder erhalten 10 Prestige. Das wären 42 Prestige. Dann nehmen wir das natürlich. Geld ist nicht alles. Gut. 3 Truppen. Läuft. Oder auch nicht. Ich würde jetzt schon fast in Verhandlungen mal gerade gucken, was da rauskommen kann, ne? So, Frieden verhandeln. Wir wollen definitiv Berg haben, das geht auch. Wir würden natürlich auch gern Kassel haben, aber das ist schlecht, einfach aus dem Grunde, weil wir das nicht vorher in Anspruch genommen haben. 6,1, hier unten sieht man das, ne? 97 Länder sind dann gegen uns. Und wie viel ist so? 91, naja, sind auch nicht viele, ne? Dieser Friede führt bei Köln zu einer Ausbreitung von 7%. Ja, das ist jetzt nicht so doll. Wir gewinnen Prestige. Ich glaube, wir machen das lieber vorsichtig in einem Schritt, oder? Obwohl, zwischen 1 und 6 nehmen wir Kleve dabei, sind wir 1 und 14. Ja, könnte ein Unmut werden, ne? Der 6er Ruf hier.
Na, ich glaube, wir machen es. Ne, das geht ja auch gar nicht, sehe ich gerade, ne? So, dann gehen wir noch hier hinten hin. Kölnischer Vasall, würde das gehen, ohne dass wir Berg wegnehmen? Nein, das, aber Berg will ich auch unbedingt haben. Dann das weg. Kriegsreparationen sind definitiv gefragt. Und Militärkugang, nee, die haben dann auch nichts, was mich da interessieren würde. Was haben wir hier noch? Verträge mit Hessen kündigen, das ist auch gut. So, das war's. Dann nehmen wir noch ein bisschen Geld mit. Wenn es denn geht, geht auch. Geld ist immer gut. Staatskasse von denen ist leer. Hört gar nicht auf. Haben die so viel Geld angehäuft? Denen geht's richtig gut da, ne? Wir haben gleich 100, aber da ist alle. Gut und geht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal hier. Und wohl auf. Lass uns mal gerade die Pause reinmachen, weil da noch so ein paar Sachen jetzt kommen. So, wir haben Berg, definitiv. Wir haben hier ein Bündnisangebot von Brandenburg. Brandenburg ist hier hinten noch, ne? Da. Hört sich richtig gut an. Ich glaube, das akzeptieren wir mal. Weil so einen großen Partner da drin zu haben, weil Sachsen ist hier und Brandenburg der Norden, das ist vielleicht nicht verkehrt. So, und dann kommt hier der Kaiser schon und der möchte gern, dass wir Berg zurückgeben, was wir natürlich ablehnen. So, und dann ist der Punkt erreicht, wo wir natürlich hier, was haben wir da noch für in Köln? Achso, das ist beim Papst und dann gehen wir zum Kaiser hin, weil der ist jetzt gerade nicht so glücklich mit seinen Dingens. Da müssen wir unbedingt die Beziehungsaktion verbessern. Gut. So, das ist unser neues Reich in dem Sinne. Wir haben eine Länderei dazugekriegt. Da müssen wir gerade noch reinklicken und die zur Kernprovinz machen, sonst vergessen wir das nächste Mal. Das sollte funktionieren. Unsere Truppen stehen zurzeit in Hessen. Die müssen wir auch noch zurückholen. Und die stellen wir gleich mal in den Berg rein, damit die da nicht so eine Revolution da anleiten, da, dass sie wieder sich befreien wollen. Gut, das sollte es dann erstmal gewesen sein, oder? Lass mal gerade noch einen Moment laufen, oder? Hat abgespeichert. Unsere Truppen sind wieder in unserem Land und dann machen wir hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.